Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Tales of Vesperia. Ich bin jetzt hier in der Audiosprachenauswahl. Ich werde, denke ich, Englisch nehmen, dann brauche ich es nicht irgendwie zu übersetzen, beziehungsweise brauche ich nicht vorlesen. Deshalb würde ich Englisch nehmen, auch wenn ich kein Problem hätte, das auch auf Japanisch zu spielen, weil ich mit der Sprache kein Problem, aber das heißt nicht, dass ich Japanisch sprechen kann, aber einfach so. Und ja, da ich noch nicht weiß, ob der Opening Track Content ID geclaimed wird oder nicht, werde ich wahrscheinlich zwei Versionen in der ersten Folge hochladen. Einmal quasi ungecuttet und einmal, wo ich das Opening rausschneide und je nachdem, wenn das Opening Content ID geclaimed wird, wenn da halt Lizenzrechte mit verletzt werden würden, dann würdet ihr halt die gecuttete Version sehen, ohne den Opening. Wenn nicht, dann habt ihr halt das Opening. Also entweder jetzt viel Spaß mit dem Opening oder dann bis gleich im Hauptmenü. So, und ich check dann am besten auch mal direkt, wie es mit den Soundeinstellungen. Fuck, das war so nicht geplant. Okay, wie es mit den Soundeinstellungen aussieht. Okay, das ist lautstärketechnisch in Ordnung. Da würde ich so dann auch. Fuck, das wollte ich nicht. Nein, ich möchte nicht aufhören. Gut. Ja, ich hab ein wenig eine Vorgeschichte mit Tales of Vesperia, weil das hier ist jetzt halt die Definitive Edition, welche halt Anfang dieses Jahres rauskam. Und ja, ich habe Tales of Vesperia auf der Xbox 360 mal angefangen zu spielen, kam aber Zeit, aber aus zeitlichen Gründen habe ich nicht sonderlich weit gespielt, sondern nur den Anfang. Und ich bin ein großer Fan der Tales auf Reihe. Also, ich habe jetzt nicht so viele Spiele gespielt, aber Tales of Cestira beispielsweise habe ich komplett durchgespielt. Tales of Berseria da bin ich quasi knapp vor durch. Muss ich halt mal irgendwann, wenn ich dazu komme, auch nochmal zu Ende spielen. Ich finde die Spiele einfach mega gut. Das ist, also, keine Ahnung. Die Tales of Rey kriegt mich noch mehr als Final Fantasy tatsächlich, was das angeht. Also. Und ich persönlich finde einfach, die Soundtracks sind einfach immer mega von den Spielen. Also, gerade die Openings und sowas alles. Ring a Bell beispielsweise habe ich mir auch schon gekauft auf iTunes. Also, was das angeht, finde ich sehr. Wirklich sehr gute Spieler. Und ja, falls das nicht offensichtlich genug ist, Tales of Vesperia ist ein JRPG. Also das wird, also ich gehe davon aus, dass ich das Spiel ein bisschen in die Länge ziehen wird. Ich schätze so auf, ja, 80 Folgen könnten es wahrscheinlich ohne Probleme werden. Deshalb. Ich kann noch nicht so viel einschätzen, wie. Also ich versuche, dass jeden zweiten Tag eine Folge kommt. Und ich versuche, die Folgen um ungefähr eine halbe Stunde mindestens zu haben. Aber ich kann noch nicht einschätzen, wie das jetzt insgesamt wird, weil das ist wirklich ein ziemlich großes Projekt, Tales of Vesperia. Und ja, zusätzlich. Dadurch, dass es ein JRPG ist, wobei. Bei Tales of Cestia und Tales of Berseria, die waren nicht so grindlastig, wie man es jetzt teilweise annehmen würde für ein JRPG. Da waren nur ein paar Stellen, aber es kann durchaus sein, dass ich mal irgendwo Grind-Sessions einlegen muss, einfach um halt vernünftig hinterzukommen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Daher. Ich fand es cool, aber unser Charakter Lucio war das, glaube ich. Obwohl, ich weiß gerade nicht mehr, hat zu seinem Wolf eben noch umgedreht hat, als man das Spiel starten. Vor dem Start des Spiels einstellen, konfigurieren. Ja, Lautstärke ist alles so in Ordnung.
Plaudereien und sowas, verfügbare Plaudereien. Ich lasse mir sowas auch gerne anzeigen. Objektanfrage ist eigentlich scheißegal. Ich bin der Einzige von meinen Freunden, der das Spiel spielt, soweit ich weiß bisher. Dynamische Kamera finde ich eigentlich ganz vorteilhaft. Kampfübersicht aktiviert. Ja, ist auch vorteilhaft. Bin aktiviert, ich hab ganz. Ja. Ortsnamen, finde ich eigentlich alles erstmal so ganz. Sorry, ganz vernünftig. Und Grafikeinstellungen. Ich denke, ich kann auf Hochschattenqualität. Also, ich denke, das würde ich noch hinbekommen hier. Anisotrope Filterung, okay. Lasse ich erstmal so, aber das sieht erstmal vernünftig aus. Gut. Tastenkonfiguration. Ich spiele auf dem Gamepad, daher ist das eigentlich kein Problem. Also ich spiele solche Spiele lieber auf dem Gamepad. Kampfschwierigkeit lasse ich erstmal auf normal, weil ja, Spiele sind, wie sagt man so schön, Spiele sind dafür da, um auf normal gespielt zu werden. Textgeschwindigkeit, ja, lasse ich erstmal so. Gut. Fortsetzen. Oder? Hallo? Hat das jetzt? Ja. Okay. Ah, okay. Spiel starten. Ja. Gut. Da muss man erstmal durch schon. No one knows how far its lands and oceans stretch. For the people are no match against the hordes of monsters that crawl the earth. Barriers protect the cities in which we live, and we are completely dependent upon them for our survival. Das sieht ja fast nach Real-Life-Aufnahme aus. These barriers are generated by the Blastia. Blastia use the primeval power of air that fills the world to provide us with fire, water, and light. They provide us with everything that has made the Empire prosper. Forget the threat of the vicious monsters lying in wait just beyond the barriers. The blessings of the Blastia will bestow ever more prosperity to the world and peace to its people. Ich mag ja den Stil, muss ich ehrlich sagen, ich mag den Stil sehr gerne. Oh shit. Oh no. I don't get it. What could have happened to the barrier in this town? From the Imperial capital, Zophius, bedrock of peace, we pray, may tranquility bless this world. Ich finde ihn so geil, das mit der Pfeife. Yuri,
This is not good. Yuri war sein Name, nicht Lucius. Yuri, okay. What's with all the yelling, Ted? Look, the Aqua Blastia is broken again. And they just finished fixing it. Oh. What's the big deal? Just leave it to the mighty Imperial Knights. That's what they're there for. Huh, the Knights? You know they never come to the lower quarter. What about the heroic Flynn? I already tried to get Flynn. They wouldn't even let me see him. Oh, so I'm Flynn's replacement, huh? Never mind that. Come on, we're short on people. Ted, Ted, you get down here. They need your help too. Das klingt irgendwie im Funkspruch. I'll be there in a sec. Yuri, come on already. Irgendwie klingt die Soundqualität etwas komisch, finde ich. That's weird. He always comes running whenever there's trouble. This place is gonna become an aquarium soon if this keeps up. Oh, das wird ein Spaß. Okay, das sieht schon cool aus eigentlich. Das hat irgendwie schon was vom Stil her. Die kaiserliche Hauptstadt Saphias. Oder Saphias, Saphias. Auf jeden Fall die kaiserliche Hauptstadt. Und da ist der Wolf. Ich finde diese Kreatur so geil irgendwie. Ja, wir sollten mal die Tür benutzen, wenn man auch aufs Fenster springen kann. Mir ist langweilig, springen wir aus dem Fenster. Okay, ich kann aber. Oh! Informationen. Speicherpunkte sind komplexe Formeln in Städten und Wäldern. Die von Magiern zum Sammeln von Daten über Reisende konzipiert wurden. Das ist eine geile Idee! Selbst wenn du deine Reise beendest, kannst du sie aus deinen letzten Daten wieder aufnehmen und deinen Fortschritt aus deinem Speicherpunkt speichern. Speicherpunkte sind überall auf der Welt zu finden. Speicher deinen Fortschritt und wenn du einen. Das finde ich eigentlich eine sehr geile Sache. Okay, First, the trouble with the Knights yesterday. Now the Aqua Blastia breaks. Why does stuff like this happen every day in the lower quarter? I know, there's no use whining about it. Hey Yuri, suchst du nach etwas Bestimmten? Alles, was du zum Arbeiten benötigst, müsst ihr irgendwo rumliegen. Nimm dir einfach was. Oh, da war doch eine Mieze eben. Ich kann nicht springen, okay. Arte, Azur schneiden, okay. Da muss ich nochmal schauen, wie sehr sich das jetzt zu Tales of Berseria und Tales of Steering verändert hat, weil Tales of Berseria beispielsweise war ein sehr aktives Kampfsystem. Tales of Steering war halt aktiv, aber nicht so extrem aktiv wie Tales of Berseria. Und ich weiß leider nicht mehr so genau, wie aktiv das Kampfsystem von hier, von Vesperia war. Dafür ist es quasi zu lange her. War das jetzt meine Wohnung? Oder bin ich jetzt gerade bei. Ja, war meine. Kann ich. Apfelgummi, yay. Ja, das war meins. Gut. Dann schaue ich nochmal, ob ich. Eine der ersten Sachen, die man in ein RPG machen kann. Wo kann ich überall einbrechen? Okay, das. Du musst ein. Okay, das muss ein Gästezimmer sein. Wo kann ich überall einbrechen und die Leute beklauen? Das ist immer so. Ich spiele den edlen Held, der einfach alles mitgehen lässt, was nicht nied- und nagelfest ist. Na komm. Einfach schon mal speichern. Vorgang wurde Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Yippie. Gut. Was hast du mir zu sagen? Das Aqua Blastia ist kaputt gegangen, Das überrascht mich ganz und gar nicht. Uns in der Unterstadt könnte man eben nur alte, ausgediente Blastia. Okay, das ist. Direkter Stimmungswandel, man merkt sofort. Dann müssen wir es hier irgendwie versiegeln. Wenn wir das irgendwie versuchen, Schätze da unten auch gut. Looks like that blue-blooded mage we hired to fix the blast deal left the job half done. Take it easy with the water sports, old man. You're not getting any younger. Ich komme da so geil. Not afraid of a little
breaks. Come on now, put your backs into it! Heave-ho! Ace is really going at it. He feels responsible. He's the one who pushed the people to get the money together for the repairs. But now he's the one who's all wet. It's not Hanks's fault that mage did a two-bit repair job, though. That's true. He even parted with his wife's keepsake to help raise the money. Oh. That Yuri has been back. Did you see the Blastia core anywhere? You know, that shiny piece in the center? Huh? Is it gone? Yep. Yeah, the Blastia won't work with the core missing. That aristocrat who came to do the repairs was the last person to touch the Blastia, right? That's right, a Mr. Mordio. And he lives in the royal quarter? Yeah, so? Forget about that, Yuri. Give us a hand here. Sorry, Hanks. I just remembered an errand I've got to run. Hey, wait just a minute! You're not seriously thinking of going to Mr. Mario's place, are you? So? The Royal Quarter? Me? I wouldn't be caught dead going to a place like that. Damn it, Yuri! Just because you can do a few tricks with that bony Blastia, you think you're invincible. Here's hoping he doesn't do anything crazy. He always seems to cause problems when the lower quarter's involved. Even the knights have started keeping an eye on him. Well, it's just an average day for Yuri. I'm sure it'll be fine. Hey. Ooh, okay. Ich hab den Kampf verkauft, den mir mein seliger Gatte gab, um den Erlös für Reparaturen von Blastia zu spenden. Das war das erste Geschenk, das er mir gemacht hat. Oh. Die tun mir irgendwie schon leid. Oh, kleines Kind. Und noch völlig sprudelt Wasser raus. Und ich kann nicht trinken. Ich werde. Oh, ich kann nicht schwimmen. Ich werde trinken. Och, das ist ja fies. Oh, Shiba Inu. Wuff, wuff. Oh, ich mag Shiba Inu. Sie sind so knuffig. Ich habe mein Gebiss fallen lassen und kann das nicht mehr. Oh, das Wasser aus dem Brunnen muss es weggeschwemmt haben. Hm, ungünstig. Es gibt noch etwas. Okay. Okay, ich kann noch nicht raus. Gut. In den Laden kann ich auch noch nicht. Ja. Kann ich. Nein, ich kann nicht schneller rennen. Mit B kann ich langsam laufen. Kann ich langsam gehen. Okay. Das Brunnen Blastia ist kaputt. Bei diesem Tempo werden bald sogar die Häuser überflutet sein. Wir müssen zuerst die Fluten stoppen. Wenn wir über das überschüssige Wasser abpumpen, überlegen wir uns dann später. Gut. Dabei wurde das Blastia noch das repariert. Okay. Ja, nicht der Fisch gewesen, das Geld in. Ja, okay. Das ganze Wasser für die Unterstadt kam durch dieses Aquablastia. Jetzt sind die Pumpen zu Hause trocken. Ich verstehe das ja nicht ganz. Aber mein Mann sagt, es liege daran, dass der Brunnen kaputt ist. Ja, kann man so sehen. Wenn da oben auf einmal eine riesige Fontäne rauskommt, die vorher so normal nicht rauskam, dann würde ich auch etwas. Dann würde ich das auch etwas suspekt finden. Gut. Das sieht schon irgendwie cool aus, finde ich, das Ganze hier. Der kaiserliche Ritter sind so cool. Wenn ich mal groß bin, werde ich auch Ritter. Aha. Dank unserer Barriere und der dicken Welle ist Saphias der sicherste Ort auf der ganzen Welt. Weil der Kaiser hier wohnt, passen die Ritter des Reichs sehr gut drauf auf. Toll. Mich mit meinem Schatz im Arm einer schönen Stadt ganz ohne Sorgen zu entspannen, ist das überhaupt erlaubt, so glücklich zu sein? Arschgeige! Was ist denn, mein Sohn? Hast du dich verlaufen? Zirfi ist ja ein großer. Ja, ist ja auch groß. Hier verlaufen sich oft Leute. Die Hauptstadt ist in drei Bereiche unterteilt. Kennst du das Sprichwort, wem es an Würde fehlt, dem fehlt es an Menschlichkeit? Ach, natürlich kennst du es nicht. Schließlich haben solche Leute wie du gar keine Bildung. Entschuldige bitte. Ja. Oh.
Es ist schon eine Weile her, seit meine Heimatstadt zerstört wurde und ich in die Hauptstadt kam. Es ist so ruhig hier. Wirklich ein ausgezeichneter Ort zum Leben. Mhm. Da ist ein Künstler. Also zurück zur Feldkarte, bringt mir nichts. So, siehst du dir die vielen Zelte dort drüben? Das sind die Zelte für den Vormittagsmarkt. Gut. Vormittagsmarkt ist schon und gut, ist mir gerade relativ schnuppe. Ich bin eigentlich in der Hoffnung nach Zafias gekommen, den Leuten helfen zu können, aber jetzt wo ich hier bin, weiß ich gar nicht so recht, was ich machen soll. Ja, kommt mir bekannt vor, dieses Problem. Was kennst du? Willkommen, na dann. Heute haben wir ein paar tolle Waren anzubieten. Was hast du mir... Okay, Trank des Lebens. Lebendiges Wasser, das einen K.O. gegangenen Freund mit 30... Okay. Wie viel Cash habe ich? Ich habe 500 Geld. Damit könnte ich mir theoretisch einen Trank des Lebens kaufen. Magisches Auge. Okay, eine Mysterielinse, die Details eines Gegners offenbart. Ah, sieh mit der Linse nie in die Sonne. Aber okay, ich kann die Dinge auch craften, das ist schön. Kompaktes Schwert, ein kleines ausgewogenes Lederhelm haben. Okay, warte mal. Achso, ich habe ein kompaktes Schwert. Okay, die Dinger sind also alles nichts Besseres. Aber ich könnte eventuell Accessoire. Okay, habe ich nicht. Ach ja, stimmt. Sowas, Fertigkeiten und so. Ja, das wird. Also, eins kann ich jetzt schon hören versichern. Das wird teilweise echt komplex, was man dafür Scheiße mitmachen kann. Das könnt ihr mir glauben. Das kann richtig komplex werden. Gut. Hast du Accessoires für mich anzubieten? Das Schwert brauche ich nicht. Trink des Lebens ist halt eigentlich ganz geil, aber. Haarband, eine Meisterband, Lederschutz, Lederkettenpanzer, Umhang. Bringt mir nichts, ich hab keine. Gut, also da bringt mir noch nichts irgendwie zu kaufen. Are you aware of the serious events going on in the world? Over here, right here, I'm the Wonder Reporter, bringing you the articles about what matters most every day. Do you read the newspaper in the morning? Cup of coffee? Donut? What? You don't? That just won't do. What epic thing has transpired today? You'll never believe it. Ich sag mal so, ich kann den Typen nur nicht mehr sehen, der mit mir redet, das ist ein Problem. Whenever, wherever and with no effort at all. Yes, it's the Wonder Log. Put it to good use. And by the way, let's let the fact that I'm in the wall be our little secret, okay? Okay, deshalb kann ich den nicht sehen und ganz nebenbei, dass ich in der Wand stecke. Das ist geil. Okay, hab mich schon gefragt, ich kann den Typen aber nicht sehen. Das ist ein geiles Argument, warum ich ihn nicht sehen kann. Well then, farewell. What the fucking hell? Wieso auch immer, aber hey. Mit dem Wundermann kannst du auf die... Okay. Behämmert, aber geil gemacht, geil eingebaut. Hey, you hear about the Blastia in the lower quarter? Yes, I heard something about it breaking and them collecting money to fix it. That's right. I hear that lot went so far as to sell their treasures to save up the money. Treasures, sir? Worthless junk. Nothing more. They wouldn't have gotten more than one gold for them. Not even one gold?
I can't imagine what sort of treasures those would have to be. I'm telling you, nothing but junk. Listen to those guys. Poor Hanks. Can't really argue with them about the junk thing, though. Und... Plong. What the... Who's there? So schaltet man Wachen aus. Liebe Kinder, nicht bitte nicht zu Hause nachmachen. You can't understand the value of junk. You're worth less than junk yourself. Ich finde ja schön, dass keiner von denen das mitbekommen hat. Dass da gerade zwei Wachen K.O. gegangen sind und ich da jetzt einfach reinlatsche. Okay. So they've been taking Blastia cores from here too. Look, that's the royal quarter for you. A few Blastia cores go missing, no one even makes a fuss. But just one is enough to throw the lower quarter into chaos. If they got cores to spare, they could stand to give us some. Da kommt Repede wieder. Found it. Tag, ich mag den Hund irgendwie, das ist klasse. Okay. Hey du. Ah, Adlige. Looks like the nobles are living the sweet life as usual. The lower quarter is right there. They still don't give a damn. It's not their loss, so what do they care? They should act, you know, noble. Not just dress nice and hide in their mansions. Oh, ich mag Repede irgendwie. Der ist knuffig. Gut. Man gehört, ich will ja gerne mal den Ritter melden, der dann nur ein Gerücht ist. Okay. In der kaiserlichen Oberschicht gibt es viele Blastier. Es scheint, als würden sich die meisten Artigen kaum um die Blastier scheren. Das sieht irgendwie komisch aus, wie ich da weiter in die Ferne. Ich bin total verliebt in Captain Kumo von den kaiserlichen Rittern. Wenn er doch nur mein Liebster wäre. Er sieht so scharf aus, wenn er den Pöbel in die Schranken weist. Ach du. Na toll. Naja, okay, da kann ich offenbar nicht weiter. Gut. Dann. Auch interessante Statue. Warte mal, die erinnert mich ein bisschen an die Statue in Kopenhagen. An die Meerjungfrauenstatue ein wenig. Erinnert die mich daran. Okay. Schade, ich hätte gerne mal versucht, einfach so die Kutsche mitgehen zu lassen. So this is where he lives. Okay. Doesn't seem like there's anyone around. Scheint niemand hier zu sein, okay. Ich denke, ich werde die Folge vermutlich so auf ca. 45 bis 50 Minuten haben, weil es halt die erste Folge ist. Okay, ich mag ein magisches Auge. Sie ist von innen verschlossen, gut. Finde ich auch schön. Wir brechen einfach mal ins Haus an. Can I get in this way? Wie? Halt richtig schön. Okay, wir brechen erstmal ins Haus ein. I know Mordio is hiding here somewhere. Okay. Hey, Cash! Das ist doch herrlich. Gut. Magisches Auge, okay. Nicht hier, gut. Nein, hier auch nicht. Man hätte hoffen können. Wir können nicht gehen, ohne den Hinweise gefunden zu haben, okay. Dann laufen wir mal hier die Treppen hoch. Whee. Es ist verschlossen. Es muss hier doch irgendwo wenigstens eine offene Tür geben. Es ist so wie immer mit 100%iger Wahrscheinlichkeit die letzte Tür. Was denn sonst? Es geht nicht auf. Was kann ich machen? Okay. Doch, offenbar alle Türen einfach testen. That must be. Okay. Okay. Found him. Gefunden. Whee. Komm, Repede. Right? Ehrlich, Ninja Skills oder was jetzt? Ja, auch noch. Good boy. Okay.
What the? The Blastia core is gone. Na toll. Let's go and get that core back. And give that mage a whooping while we're at it. Irgendwie rippity geil. Wuff. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass er hier durch die Tür abgehauen ist. Ich check einfach nochmal, ob hier die Dinger jetzt oben alle. Jupp, ich wollte nur sicher gehen. Gut, dann verfolgen wir mal den Mordio, wie er sich nennt. Ui. Yuri! Toll. So it is you who are the cause of all this commotion! Alter, sieht der scheiße aus. Also, vom Gesicht her, ey. Das sieht so... Oh, das sieht so dieses typische französische Hochnäsige. Also, also mit Französisch meine ich so dieses Altfranzösische, quasi, welches gerne halt dafür genommen wird. Die ganzen Schnösel, die halt sich besser fühlen als alle anderen. Juri, du bist also gut für die ganze Aufregung. I know he's poor, but breaking into an aristocrat's house... My, my, how the mighty have fallen. Just what I needed. Tweedle A and Tweedle B. Just what is a Tweedle anyway? There's no hope of escape. We've got you surrounded. Ja, zu zweit. Die haben mich zu zweit umzingelt. Does it look like I'm trying to escape? See, it's stuff like that that keeps you guys from getting promoted. You did not just say that! I say, you take that back! Oh, okay. Enough beating around the bush, I guess. Woohoo, that's the fight. Okay. Stand back, Autocor! I'll handle this! I say, I shall be the one to defend the good name of the Imperial Knights. Peons, I say, should stand back. You're the peon. No, no, I say, I am your superior. What the fucking hell? I appreciate the sentiment, guys, but let's cut the cat fight and get on with it. Gut, bei diesem Kampf ist die Steuerung auf halbautomatisch gestellt. Vorwärts und rückwärts bewegen. Okay, bringe mit. Gut. Auf einen Gegner zielen mit RB. Ziel wechseln, LS. Während RB gehalten ist. Okay, in Richtung des anvisierten Gegner bewegen. Frei bewegen. Okay. Hey, let's go. You ready? I am your superior. Wow. Nay, focus. You are, I say, clearly my subordinate. I guess I just gotta whack these guys a little. Okay, gut. So, damit kann ich mich frei bewegen. Okay, das ist schon ein relativ aktives System jetzt. Angriffe können auch mit B ausgeführt werden, wenn man sich... Ja. Aber so ist es wesentlich schneller. Okay. Während du... Möchte das hier automatisch zum Angriffen Gegner. Okay. How'd that make you feel? How dare you! Hitting someone in the middle of an argument is hardly proper manners! Didn't you hear me what I said? You ready? Or were you not listening? Damn it! Oh, brother. Hey. You! Stop right there! Does it look like I'm running? You! Be quiet! What the fucking hell? It's time for a little defense. Either. Okay. Good. He blocked my attack! I say sonic thrust! Oh, come on, give me... Ooh! I say, how dare you block my art! What the fucking hell? If you can use strike arts here, then I can too. Azure Rush! Okay. Azure Rush! Azure Rush! Let's try that again. This... Good. Komme mit deinem gewöhnlichen Gefolg von einem Arzt, gut. Ah, you're not giving up already, are you?
fuck, das wollte ich nicht. I say, Imperial Knights never give up. You have yet to see our true power. This next time's for real, guys. That's my line, I say. Okay, heißt das, ich kämpfe jetzt tatsächlich mal 50? Oh, ne. Okay, ich muss vielleicht ein bisschen... Okay. Ist... You're dead. Okay, das war nicht so... Okay. Ja, ich muss hier irgendwie... Die Kampfstellung ist etwas... Okay. Die Kampfsteuerung ist nicht ganz optimal. Okay. Take Storm Thrust! Sonic Thrust! Ey, das ist gerade echt nicht. Vielleicht sollte ich dann nochmal schauen, dass ich irgendwie die Steuerung nochmal für mich optimaler gestalte, weil das ist. Ja, das ist gerade echt nicht so optimal für mich. Nein, hoppala. Okay. Damit ist der K.O. Okay. You should thank me. I'm giving you some extra practice. Ich muss irgendwie noch mal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen, glaube ich. Das war nicht ganz optimal, der Kampf. Der war sogar eher ziemlich schlecht von mir eigentlich. Come on, guys, you can do better than that, can't you? Okay. Hey. Looks like I won't be catching up with that carriage anytime soon. How typical of the Schwan Brigade. They can't even manage to capture a single lowlife. Captain Cumor? I say, our apologies for this unsightly display. I'm afraid the Imperial Knights have no use for you, lowborn scum. Please, don't let Sir Schwan know about this, sir. I can't believe our taxes go to paying these guys. Okay, jupp, lauf weg. Komm später wieder, hilf mir später. There he is. I say, that tops it all. Abandoned by his faithful pooch. Nope. Well, well, you've had a busy day, haven't you, Mr. Yuri Lowell? I'm rather busy myself, but I suppose I can afford to play with you for a while. Gentlemen! It's rats like you that make Flynn's job so difficult. Flynn, a little suffering is just what that upstart lieutenant needs. When you've finished with him, throw him in the prison as usual. 10 days or so ought to teach him a lesson. Aua, werden wir gerade zusammengetreten und geschlagen? Das ist assi. Das ist Mobbing. So like I was saying, the thief made off with a priceless treasure from that noble's mansion. I know. Then he was caught and the loot was returned, right? No. See, that's just nobility trying to keep things quiet. The treasure in the mansion right now is a fake. You're pulling my leg. Hey, you didn't hear it from me, bub. The Dark Wings are going nuts looking for the hideout. You mean the Thieves Guild? That's enough out of you. Almost mealtime. Interessante Informationen. Hey, neighbor, you're awake, right? You gotta be getting tired from keeping so quiet. You think that little story up all by yourself, old man? You must have plenty of time on your hands. Old man? Now you've gone and hurt this old man's feelings. Besides, I didn't make up nothing. I've got eyes and ears the world over digging up information for me. Sure you do, old man. Hey, I am what I am. Go ahead and ask me something. I'll tell you whatever you want to know.
Want to know about the Pirate Guild's sunken treasure? How about the sorcerer nope. who makes his home at the ends of the earth? Or wait, I've got it. I just want to know how to get out of here. Well, I'm not sure what you're in for, but they'll let you out if you keep your trap shut for 10 days. The lower quarter will be underwater by then. The lower quarter? Ah, yeah, I heard about that. I wonder how they're all doing right now. Sorry, neighbor. That's one piece of dirt I don't have. And what am I gonna do about that damn Mordio? The Mordio? You mean to say you've got connections to the famed mage from Aspio, the City of Scholars? Oh, do you know about him? Oh, wanna know, huh? I'm afraid that information won't come cheap. The famed mage from Aspio, the City of Scholars, right? I think I got it. Well, wait, that's not it. He's the head of the Gourmet Guild. No, wait, it's the, I mean... Verschissen. Okay. Out. Oh well, just when things were getting good. Hurry up. What is Commandant Alexei doing here? Whoa! Just who are you anyway? And what does the head of the knights want with you? Beneath the statue of the goddess. What are you doing? I said hurry up. All right, easy. I'm coming. I did say I was looking for a way out of here. Yay, Gefängnisschlüssel. Ist da... Yay, da ist auch ein Safe Point. Also schön. Apfelgummi. Gut. Dann werde ich in der nächsten Folge aus dem Knast ausbrechen, nachdem ich schon mal meine Zellentür geöffnet habe. Would you look at that? It opened. Hui, einmal umschauen. Nope, keiner zu sehen. As usual. The way he's sleeping, it'll be a while before anyone notices I'm gone. If I come back before morning, they'll never be wiser to my little jailbreak. I think I can check on the lower quarter and make it back by morning. It'd probably be good to try that statue of the goddess, too. Eigentlich auch geil, ja. Okay, back again. Man, I was just in here last month for fighting some knights collecting taxes. I guess I get free meals out of it, if you can call it food. Damn, Kimor's made this way more complicated than it needed to be. Okay, gut, einmal... Check ich hier nochmal ab. Da scheint aber nichts mehr zu sein. Gut. Dann speichere ich mal. Ja, dadurch überschrieben. Jupp. Und dann beende ich hier die Folge. Das ist... Also, verständlicherweise haben wir eigentlich noch nichts von der Plot, von der Story mitbekommen. Wir wissen nur, dass es Barrieren in dem Land gibt, welche halt die Monster quasi außerhalb des Landes, beziehungsweise auf jeden Fall außerhalb der Städte lassen. Und deshalb offenbar, ja, die Barrieren sabotiert werden, weil halt zum Beispiel... irgendwelche Art magischen Steine oder sowas geklaut werden und was jetzt zu Problemen führt, weshalb die Unterstadt jetzt unter Wasser ist, aber was es genau damit auf sich hat, das werden wir erst in der nächsten Folge weiter erfahren und ich muss und hoffentlich kriege ich es dann ab der nächsten Folge auch hin, etwas besser ja, die Kämpfe zu machen, weil das war echt das war ein absoluter Reinfall, der Kampf den ich hier in dieser Folge hatte, aber egal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.